herzlich willkommen zurück bei Legacy of Kain. So, das ist die einzige Tür mit Türgriffen. Mein Bruder Duma, zu Lebzeiten ein mächtiger Krieger. Dass ich ihn hier fand wie ein aufgespießtes Schwein, hätte er als entsetzliche Schmach empfunden. Wer ist ein aufgespießtes Stück Schwein? Guckt euch mal die Statue von Duma an, ey. Zwei sogar. Also er hat wirklich selbst verliebt. Und das Tolle ist an Duma, er ist der einzige Boss, der auf beiden Existenzebenen existiert. Guckt euch an. Kommst du, um meine Seele zu retten, mein verlorener Bruder? Nicht um sie zu retten, sondern um sie dir zu nehmen. Nur die Befreiung wird dich retten. So ist es. Das ist so ein optionaler Dialog. Ja, und der Bosskampf geht schon los, wie ihr sehen könnt. Ja. Aber Duma hat ein ganz, ganz großes Problem. Seine Seele ist ja an seinem sterblichen Körper gebunden. Von dem her kann er nicht so weit laufen. So, auf jeden Fall brauche ich jetzt wieder Seelen. Da kommen mir diese drei ganz, ganz gelegen. So, dann würde ich mal sagen, entspießen wir doch unseren Bruder, oder? Liebster Duma, ich bin gekommen, um dich zu heilen. Hust, hust, hust. Na, Duma, du siehst so aufgespießt aus. In die Kamera. Zuschauer abgeworfen mit dem Spieß. So, der hat noch einen Spieß. Vorne in der Brust. Endlich entfesselt. Ich danke dir, Bruder. Dein Dank kommt zu früh, Duma. Ich habe nicht vergessen, wessen Hände mich in den Abgrund warfen. Die Jahrhunderte in der Vorhölle haben mich stark gemacht. Nicht einmal Kain ist mir ebenbürtig. Auch der stärkste Vampir ist verwundbar. Wir sollten diesen Gedanken prüfen, Raziel. Was früher Blutdurst war, ist nun ein dunkleres Verlangen. Deine Seele wird mir gehören, bevor der Tag zur Neige geht. Das ist eine Kampfanzeige. Aua. Der Kerl ist einer der schwereren Bosse, denn wenn er euch erwischt, erwischt er euch richtig gut. Ihr seht's. Wir müssen Duma eigentlich nur vom Thronsaal weglocken, denn er ist unzerstörbar. Wir können ihm nichts tun. Autsch. Huch, da ist er ja schon. Ich hoffe, ich gehe jetzt gleich auf Anhieb richtig. Das ist schon spannend, wenn man den Boss hier mitten im Genick kleben hat. Und wenn man weiß, er existiert auf beiden Ebenen. Aber er ist nicht schwer. Oder definitiv nicht. Halt nur mal wieder ein bisschen warten und gucken, ob er nachkommt oder nicht. Ihr könnt euch denken, was ich vorhabe, oder? Ah, Duma ist schon hier oben.
Das könnte mich jetzt meinen Kopf kosten. Mal gucken, ob es funktioniert. Wir müssen ihn hier in dem Hochofen verbrennen. Das Einzige, was ihn töten kann. Nachdem du Dumas Seele verzehrt hast, kannst du ein Band aus spektraler Energie um deine Feinde winden. Diese Energie manifestiert sich auf der spektralen und auf der materiellen Ebene. Und in der körperlichen Welt lassen sich damit Gegenstände bewegen, die du sonst nicht von der Stelle brächtest. Ein sehr, sehr interessanter Hinweis. Und ich weiß, wo ich es einsetzen muss. Ich bin bei voller Lebensenergie. Und somit ist Duma geschlagen. Wir können jetzt ein Band legen. Wie genau das funktioniert, werden wir gleich feststellen. Erinnert euch ja an diesen Nebengang von... bevor wir in Dumas Kathedrale eingedrungen sind. Genau da muss ich jetzt wieder hin. So, wie gesagt, Duma kein schwerer Boss, aber einer der cooleren Bosse, finde ich. Die ganze Aufmachung, ja, dieser Bonus-Dialog in der spektralen Ebene eben, dass er genauso existieren kann wie auch Raziel, ja. Und dass es nicht so einfach ist, Lebensenergie zu farmen bei ihm, wie bei den anderen Bossen, ja. Ich habe keine Energie mehr, ich gehe zurück auf die Spektralwelt, aber mit Lebensenergie gehe ich wieder zurück. Das geht bei Duma eben nicht, denn er existiert ja auch auf der spektralen Ebene. Das ist so ein kleiner Twist, dass man vielleicht durch Zufall herausfindet, wenn man Lebensenergie bräuchte bei ihm. Ja, aber seine Stun-Attacken auch einfach aus, weil ich einfach springen, wenn er auf den Boden kloppen will, zum Hochofen locken, Rad aufdrehen, das Gas kommt und den dann einfach weg. In der am weitesten entfernten Schlucht von Nosgoth umhüllt tiefe Stille ein uraltes Mysterium. Im Inneren dieses Labyrinths erwartet dich dein Gebieter. Und somit befinden wir uns am Ende von Legacy of Kain. So. Und ich weiß, ich habe nicht alle Glyphen, ich weiß, ich habe nicht alle Lebensupgrades, aber die brauche ich auch nicht. Alles, was ich gesammelt habe, habe ich gesammelt, weil ich es haben will und weil ich es brauche. So. Das Wichtigste war natürlich der Feuerreaver. Die Lichtglyphe, wenn mal zu viele Feinde kommen sollten, aber das macht der Feuerreaver auch schon so. Ich zeige euch jetzt, dass wir das mit dem spektralen Band gehen, dann sind wir eh schon im letzten Levelabschnitt. Und dann ist Soul Reaver leider schon zu Ende. Was ich sehr traurig finde, denn es ist ein sehr, sehr geniales Spiel. Auch nach all den Jahren. Also es ist immer noch wirklich, wirklich genial. So, hier können wir das Spektralband machen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist das nur hier im Kreis laufen. Oder muss ich da irgendwas halten dafür? Ging denn das? Ist das eine Fähigkeit? Nee, ist keine. Oder geht das nur in der spektralen Welt? Das kann natürlich auch sein. Wie geht denn das mit dem Spektralband? Nee, so geht's nicht. Wie geht denn das? Ich weiß, dass es geht, aber wie geht's? Das ist die Frage. Kann ich da irgendwas drücken und halten? Vielleicht Sprungtaste oder so?
Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wie das funktionieren soll. Ich dachte, es wäre nur im Kreis laufen. Duma hat es ja auch so gemacht. Nee, das wird so nichts. Irgendwas mache ich falsch. Spektralband, Spektralband. Wie ging denn das Spektralband? Wäre halt irgendwie nett gewesen, wenn ein Tutorial gekommen wäre. Aber warte mal, kann ich das nicht irgendwo einstellen? Weniger Steuerung, Tastatur, Gamepad-Konfiguration, Tastatur-Konfiguration. Nee, kann ich nirgendwo einstellen. Wie ging denn das mit dem scheiß Spektralband? Muss doch irgendwie gehen. Ich bin sicher, es war nur im Kreislauf. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Ging denn das nochmal? Dass du irgendwie erst aktivieren, muss ich da richtig stehen dafür? Aber ist das so keine Fähigkeit, ich kann ja nichts aktivieren. Es passiert halt nichts, das ist das Problem jetzt im Moment. Ne, gehen und kriechen kann es nicht sein. Das würde nicht passen. Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das aktiviere. Ich muss da kurz mal nachforschen. Ich bin gleich wieder zurück. Okay, da bin ich wieder. Und ich hatte recht. Ich muss das nur wirklich umzirkeln. Nämlich dieses Mittelding. Und dazu muss ich zweimal im Kreis laufen. Nach dem zweiten Kreis müsste mir irgendwas folgen, nämlich so eine Linie. Beim dritten Kreis. Moment. So vielleicht. Ah, jetzt funktioniert's. Dann öffnet sich auch hier diese Katakombe. Okay, diese Tür beziehungsweise. Warum läuft mein Timer nicht? Jetzt läuft mein Timer. Ah, guckt euch das an. Eine unterirdische Höhle. Habe ich ja schon gesagt, dass wir gleich durch sind auf Soul Reaver. Ich wollte es nur angesprochen haben. Das ist nicht mehr viel. Kane wartet im Inneren auf uns. Naja, die ganzen Feinde sind eigentlich kein Problem mit dem Feuer Reaver. So, mit dem hier schön ist. Naja, brenn du nur. Okay. Wie öffnet man so eine große Tür? Vielleicht in der Geisterwelt? Ah, ein Loch in der Wand. Schon mal sehr interessant aus. Kann ich das auch umzirkeln? Tatsächlich. Jetzt habe ich einen anderen Weg geöffnet. Ach ja, es hat ja geheißen, es ist ein Labyrinth, ne? Da war doch was. Sieht so aus, als würde da vorne irgendein Stein passen in den Sockel. Okay. Ja.
geht die Klappe runter. Sieht aber nicht so aus, als wäre das der richtige Stein gewesen. Okay, damit geht das Tor auf und zu. Ach, das sind Logos drüber. Moment, was macht denn der hier? Da geht der auf der anderen Seite zu. Okay. Aber ich bräuchte hier irgendwas. Macht das überhaupt was, wenn ich den jetzt wieder zurückschiebe? Beziehungsweise hier in dieses Teil? Ich denke nicht. Ich denke, ich muss das Muster vervollständigen. Nö, es passiert überhaupt nichts. So, jetzt sind hier beide verschlossen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das so sein muss. Mal, hier ist ein Z. Ah, kann es sein, dass die zwei einfach die Seiten wechseln müssen? Was aber ziemlich schwer wird, das zu machen, denke ich mal. Außer die beiden gehen für beides. Das muss ich überprüfen. Gucken wir doch mal. Wenn ich jetzt den Stein in das andere Loch reinschiebe, ob dann auch die Tür aufgeht oder nicht. Oder ob die hundertprozentig wieder in das Loch zurück müssen, wo sie hinkommen. Das ist jetzt die Frage. Nein, dem ist anscheinend nicht so. Naja, gut, Moment. Ach, das ist knifflig. Ah, das hier, das war eins zu weit. Das war zu weit. Also gut, mit diesem hier, mit diesem roten geht dieses Tor auf. Mit diesem geht das andere zu. Kann ich ja den theoretisch einfach darüber schieben. So wie ich ihn brauche. Dann tausche ich den Stein auf dieser Seite einfach aus von Runde Blau. Ja, jetzt liegt hier die Leiche im Weg, dann muss ich ausnehmen. Und anhand dessen müsste ich diesen Block, den ich jetzt in der Hand in den Händen gehalten habe, in das Loch auf die andere Seite bekommen. In der Theorie natürlich. Ob das in der Praxis so funktioniert, werde ich sehen. So, da geht das hier zu. Ist das okay? Okay, das auf der anderen Seite ist wieder offen. Ich gehe mal davon aus, dass das Rätsel so funktioniert. Muss es ja fast. Anders wird es ja gar nicht funktionieren. Um das mal so zu sagen. So, dieser Bereich ist offen. Das ist super. Der andere Bereich ist zu. Thank you.
Wo bin ich jetzt auf der anderen Seite drin? Im Blauen, oder? Okay, wenn ich jetzt das rausziehe, müsste das eigentlich offen bleiben, oder? Genau, das bleibt offen. Naja, das folgt wieder demselben Prinzip. Jetzt muss ich den da wieder darüber schieben und dann einfach drüben die Blöcke wieder austauschen und dann den einfach reinschieben. Dann müsste das eigentlich alles wieder passen. Ich hoffe, dass das das Rest der Lösung ist. Wenn nicht, habe ich jetzt auch ein Zeitproblem mit Blöcke schieben. Wäre natürlich nicht so gut, ne? So, ich hoffe jetzt einfach, dass dann was ganz was Cooles passiert. Ich gehe einfach mal davon aus. Aber schon ziemlich freaky aus von den Wandmalereien hier unten. So, jetzt geht das Tor auf der anderen Seite zu. Damit kann ich leben. Ich hoffe, dass das richtig ist, was ich hier vorhabe. Wenn nicht, stehe ich nämlich ziemlich doof da. Und ja, ich stehe da wieder, größte Dorftrottel, denn es hat nichts gebracht. So viel Zeitaufwand für nix. Ich hätte es mir denken können, wenn es zwei Seiten sind mit denselben Funktionen auf den Steckplätzen. Eigentlich hätte ich es mir denken müssen. Ist auf jeden Fall wieder ein Spalt in der Wand. Komme ich wieder zurück. Okay, überhaupt kein Progress, überhaupt nichts. Die Tür bleibt immer noch verschlossen. Leider, leider. Aber wie es weitergeht, Leute, in der wahrscheinlich vorletzten Folge von Layers of Cancel River. Ja, werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich sage einmal, stay tuned and so long.